Guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play Hearthstone. Wir fangen an mit dem Solo-Abenteurer. Wie ihr wisst, ist der rausgekommen schon vor einiger Zeit, der Fluch von Naxxramas. Wir wollen einfach mit euch mal ein bisschen das Solo-Abenteuer durchspielen. Ich habe selber schon angespielt, wie ihr gleich sehen werdet. Ist aber kein Problem, wir gehen von Anfang an durch. Ich habe auch noch alle Wings offen, das heißt, wir müssen sowieso noch Geld sammeln, um das weiterzuführen, ein kleines Projekt. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört, weil das große Sommerloch da war. Es war warm draußen, ich wollte baden gehen, gab ein paar andere Sachen, die ich noch regeln musste. Und dann war abends einfach die Luft raus. So, dann fangen wir mal an. So, im Achnerinenviertel. Unser erster Gegner ist Anubrika. Mal gucken, wie wir uns da gegen den schlagen. Ne? So, was wollen wir denn nehmen? Ich bevorzuge immer den Jäger für solche Sachen. Beziehungsweise gerade. Erstens spiele ich gerne Jäger. Zweitens ist, glaube ich, das Deck, was von mir am meisten bisher so, ja, wie soll man sagen, zusammengestellt wurde, dass es Erfolg bringt. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir mit unserem Jäger kommen. Na los. Füll den Schleim endlich auf und dann geht's los hier. Rexha gegen so. Wir werden mal schauen, dass wir als Starthand bekommen. Willkommen in meinem Buzzard. Wir haben die Hyäne und lass wir haben einmal die Jagd Fass. Beginnen. Da ich die gerne in der Combo immer spiele, nehme ich die mal raus. Fass brauche ich am Anfang auch noch nicht. Das heißt, wir könnten uns noch eine bessere Starthand irgendwie wünschen. Und haben keine bekommen. Ja, gut. Dann werden wir mal schauen, was wir noch ziehen. Waldwolf. Komm, den spielen wir aus. Dann können wir nächste Runde zumindest eben mal benutzen, beziehungsweise vielleicht können wir ja noch einen Spot vorsetzen. Oder auch nicht. Er nimmt die gleich runter. Eine Karte dafür. Ja. Jetzt coint er wahrscheinlich für seine Hände, oder? Nee. Er spielt einen Todesschrei aus. Ach ja, er hat ja auch noch einen Mana. Die weltliche Endste. So, was wollen wir machen? Kostet nur einen Mana. Dafür die Eiskältefalle ist ein bisschen. Nö. Nö. Da können wir noch ganz andere Sachen mit wieder in die Hand zurückschicken. So. Der ist nicht schön. Da unsere Diener mit Kampfstrei viel teurer werden. Jetzt überlege ich, ob wir den rausnehmen mit Fass. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Den will ich noch schaden. Und wir tun zwei Schaden nicht mehr. Gut, er legt gleich noch so ein Ding auf das Feld. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Runde machen. Mehrfachschuss, aber so ein paar Diener wären mal ganz schön. Ja. Bringt der was? Bringt der was? Ach komm, immer noch Mehrfachschuss. Schön. Ist doch nicht so schlecht. Der muss auf jeden Fall auch weg wegen dem. Wegen dem Kampfschrei, dass die zwei mehr kosten. Finde ich nie so prall. Beide können wir damit nicht rausnehmen. Wir haben ja auch ein bisschen zu viel Removal für die ganzen Sachen jetzt schon. Wollen wir den silenzen, damit endlich das Kampfschrei weg ist. Ja, ne? Das machen wir. Das war nicht optimal, aber was soll man machen? Wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Wann wird es zur Gegend eures Zuges? Perfekt, dann wenn wir jetzt hier den Explosivschuss reinhauen. Hab ich mir so überlegt. Da hat er nur noch den 02er stehen. Das ist schon mal gut.
Mann. Der hat aber auch nur so billige Monster, ne? Der hat nur billige Monster. Das ist echt nervig. Und dann noch die Heldenkraft. So. 5 Leben. Da kommt der ja nicht gegen an momentan. Das Dingo! Ja! Eisfertigfälle waren noch nicht. Ist das so schön? Das habe ich mir anders überlegt. Bei den Hunden, da warten wir doch noch eine Runde, ne? Da warten wir noch eine Runde. Eiskältefalle bringt jetzt nicht so viel, aber ja, was sollen wir machen? Aber jetzt lohnen sich die Hunde. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Echt die Hunde? Hätten wir vielleicht gar nicht spielen sollen, die Eiskältefalle, ne? Aber gut, jetzt ist es sogar Kampfschrei. Das ist natürlich total praktisch. So. Dann legen wir mal los. Wollen die noch verstärken? Ja, ne? Wenn wir die jetzt noch mit dem verstärken, haben wir 2-2-1er. Könnten wir auf jeden Fall den runternehmen. Den in Verbindung mit einem 1-1er runternehmen. Den hätten wir noch einen. Wollen wir das? Ich weiß nicht so recht, du. Aber wir werden das mal so machen. Mein Schild für Argus! So. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. So, dann nehmen wir den auf. So, den können wir nehmen. Das heißt, der kommt da ran. Der kommt da ran. Und der geht in sein Gesicht. Jetzt müssen wir die Beine einfach mal stehen. Nee. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Das wird mir gar nicht gefallen. Das gefällt mir ja gar nicht. Das ist total uncool. Das ist ja total uncool. Ich fürchte den Tod nicht. Schön. Für Nero. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen haarig, ne? Eine Sprengfalle wäre jetzt ganz nett. Eine Sprengfalle wäre ganz nett, habe ich gesagt. Was machen wir? Wollen wir den nochmal hochbuffen? Bringt uns nicht so wirklich weiter, ne? Aber was bleibt mein uns Schild hin? Für Argus! Spiel noch nicht. Oder spielt den schon? Nö, mein. Jetzt noch ein Wildtier kriege, dann ist das schon besser. Scheiße. So langsam wird's haarig. So langsam wird's haarig. Dann gucken wir erstmal, was hier noch geht. Sehr gut. Nochmal sehr gut. Auf in die Bresche! Sehr schön. Und dann. Oh, schön. Die Schlangenfalle ist schön. So, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen ausgeglichen.
Oh, das ist auch schön. Max Ramos ist unser. Jo, was machen wir jetzt? Wir haben 10, 12, 14. Dann haben wir noch 5. Aber wir müssen hier so ein bisschen was machen, ne? So ein bisschen machen müssen wir was machen, ne? Aber da will ich nichts machen. So, wir gehen mal in den richtigen. So. Es ist an der Zeit. Den nehmen wir den mal raus. Den nehmen wir unten. So. Und wollen wir das jetzt wirklich machen? Was kriegt der hier? Er hält zu Beginn eures Zuges. Ja gut, komm, dann probieren wir mal einen von den beiden hoffentlich runterzunehmen. Ja. So, jetzt kriegen wir gleich erstmal unsere Schlange. Was wir machen. Und kriegen natürlich die entsprechend auch schönen Karten. Das ist sehr schön. Flupp. Ah, schön, schön, schön. Ah, super. Drei schöne Karten. So. Überlegen wir mal jetzt erstmal hier und hoffen, dass es an meiner Seite ist. Dann hoffen wir nochmal. Hast du nicht mehr? An meiner Seite. Ja, perfekt. Das sieht gut aus, du. Was macht der hier? Fügt ein, zwei Schaden zu. Da wird der eine drauf gehen bei. Ja, das ist leider so. Das können wir auch gar nicht ändern. Aber wir haben zumindest den Buzzard noch ein bisschen aufgenockt. So. Machen wir den noch hoch. Ne, hat dann nur für den. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Du hast dann Angriff mehr. Kann aber nicht mehr angreifen. Was machen wir denn jetzt nun? Was machen wir nun? Und dann machen wir da einen Sport. Das war's. Wir sollten damit nächste Runde eigentlich finishen. Perfekt. Wenn jetzt kein Sport hinlegt, keine Karten auf der Hand, dann haben wir das wohl nach Hause gebracht. So, so, das war Anifikano. Wie ihr gemerkt habt, viele kleine Kreaturen. Sehr nervig und vor allem viele mit Todesgeschichten. Ob das weiter nachher mal so bleibt, werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.